Ja, hallo und herzlich willkommen heute zu dem Facebook-Live-Rundgang Georg Tauber, Beweise für die Nachwelt. Mein Name ist Antje Hobucher, ich bin Referentin hier an der KZ-Gedenkstätte. Mit von der Partie heute ist meine Kollegin Martina Henrici, ebenfalls Referentin hier an der KZ-Gedenkstätte. Und begleiten in der Redaktion wird uns Rike, unsere Volontärin. Für die, die noch nicht bei einem Facebook-Live-Rundgang dabei waren, sie haben die Möglichkeit, in der Kommentarspalte Fragen, Wünsche und Anregungen reinzuschreiben. Wir versuchen das dann während des Live-Rundgangs direkt zu beantworten. Ebenso, wenn es irgendeine technische Störung gibt, ja, wenn der Ton ausfällt oder irgendetwas ist, bitte einfach in die Kommentarspalten reinschreiben, dann versuchen wir das schnellstmöglichst zu korrigieren. Genau. Wir beschäftigen uns heute mit Georg Tauber. Georg Tauber war ein sogenannter asozialer Häftling hier im Konzentrationslager Dachau und er ist in mehrfacher Hinsicht ein, ja, wie soll ich sagen, ein interessanter Häftling, denn er hat circa 60 Zeichnungen und Dokumente hinterlassen und das ist für diese Häftlingsgruppe selten. Ja? Die sogenannten asozialen Häftlinge, über die ist wenig bekannt, die haben wenig hinterlassen, wenig Interviews gegeben, wenig Zeichnungen gemacht oder Berichte geschrieben und Georg Tauber ist hier eine rühmliche und hochinteressante Ausnahme. Vielleicht nochmal für die nicht deutsch sprechenden Gäste, for the non-German-speaking visitors, we offer this digital tour today just in German. We are sorry for that, maybe later in English, okay? Thank you very much. Ja, wo stehen wir hier? Wir stehen hier am Eingang. Hinter mir ist das Schurhaus zu sehen. Das Schurhaus ist 1936 errichtet worden von den Häftlingen des Konzentrationslagers Dachau in Zwangsarbeit. Das war das erste Gebäude, das errichtet worden ist, als das Konzentrationslager Dachau erweitert worden ist. Wir gehen hier durch das Eingangstor. Durch dieses Eingangstor mussten auch alle neu ankommenden Häftlinge gehen. Sie sehen den zynischen Spruch der SS. Ich mache das Tor noch mal zu, dass man es auch genau sehen kann. Arbeit macht frei, jetzt spiegelverkehrt. Wir stehen jetzt hier auf dem Appellplatz. Der Appellplatz hat eine wichtige Rolle eingenommen im Alltag und im Leben der Häftlinge. Und ich möchte hier auch gleich eine Zeichnung von Georg Tauber zeigen. Am besten vielleicht hier so zu mir kommen. Das ist ein Aquarell, Todesmarsch. Georg Tauber hat dieses Aquarell nach seiner Befreiung aus dem Konzentrationslager Dachau gemalt. Wir sehen das hier, es ist signiert. Wir sehen auch das Datum, 1945. Ja, was sehen wir? Georg Tauber hat dieses Aquarell hier aus dieser Perspektive gezeichnet. Es ist wohl Abendstimmung, das sehen wir hier, das Fenster, das erleuchtet ist, das ist der Flügel des Wirtschaftsgebäudes. Hier haben wir die versammelten Häftlinge gut zu erkennen, hier an der Häftlingskleidung. Dahinter sehen wir noch einen Teil der Bewachungsanlage, das kann man jetzt hier, finde ich, ganz gut mit dem Originalschauplatz auch vergleichen. Zu sehen hier das Schurhaus. Das Schurhaus ist ein militärischer Begriff. Das war das Haus, wo die diensthabende Lagerleitung der SS ansässig war. Hier oben sind Büroräume. Wir sehen hier schemenhaft noch
SS-Leute ebenso hier oben. Der Turm ist auch noch zu sehen. Hier auf dem Jurhaus jetzt ist er verkürzt. Was ist hier auf dem Bild zu sehen? Was geschieht? Die versammelten Häftlinge sind auf einen Todesmarsch geschickt worden. Wir haben den 26. April 1945. Man kann das hier auch noch ganz gut erkennen. Es ist etwas schwach zu sehen vielleicht. Die Häftlinge mussten das Konzentrationslager Dachau verlassen und Richtung Südtirol gehen. Geschätzt 10.000 Häftlinge sind am Ende des Zweiten Weltkriegs vom Konzentrationslager Dachau und den Außenlagern in Richtung Süden geschickt worden. Viele Häftlinge haben auf diesem Todesmarsch oder auf den Todesmärschen, es waren ja mehrere, ihr Leben verloren. Entweder sind gestorben an Erschöpfung oder sind von der Begleitmannschaft der SS erschossen worden. Wir laufen jetzt gerade über den Appellplatz. Auf dem Appellplatz mussten die Häftlinge morgens und abends zum Zählappell antreten. Die gesammelte Häftlingsgemeinschaft, so ein Zählappell konnte sich über mehrere Stunden hinziehen. Die Häftlinge mussten in militärischer Haltung auf dem Appellplatz stehen. Hier auf dem Appellplatz fanden aber auch Hinrichtungen statt oder Bestrafungen. Der Platz war also sehr wichtig im Alltag für die Häftlinge. Jetzt, was wir hier sehen, das ist das Wirtschaftsgebäude 1937, 38 errichtet von den Häftlingen in Zwangsarbeit. Im Moment wird es renoviert, restauriert. Das internationale Mahnmal hier zu sehen. Ja, wenn wir uns mit Kunst von Häftlingen aus den Konzentrationslagern beschäftigen, müssen wir uns auf jeden Fall die Umstände anschauen, unter denen die Kunst entstanden ist. Es war den Häftlingen strengstens verboten, sich künstlerisch zu betätigen. Wenn sie es trotzdem taten, bestand immer die Gefahr, dass sie Folterstrafen erleiden müssen, dass sie Arreststrafen bekommen. Die Häftlinge, der Alltag der Häftlinge war sehr stark durchorganisiert. Es gab wenig Freizeit. Die Häftlinge haben immer in einer ständigen Anspannung gelebt. Es war ein ständiger Überlebenskampf. Ebenso war es sehr schwierig, überhaupt an künstlerisches Material zu kommen. Papier war schwierig zu besorgen, ebenso die Malutensilien wie zum Beispiel Bleistift, Farben, Tusche, das war alles recht schwierig und die Häftlinge mussten da großenteils improvisieren. Ja, die Frage stellt sich ja hier, warum haben sich die Häftlinge dann trotzdem künstlerisch betätigt? Viele haben es auch als ein Akt des Widerstandes gesehen. Es war vielleicht auch ein Moment, wo sie einen Abstand gewinnen konnten zu ihrem Alltag hier im Konzentrationslager Dachau. Und viele Häftlinge, die sich künstlerisch betätigt haben, die gezeichnet haben, haben das auch gemacht, um einen Beweis zu erbringen für die Nachwelt. Ich möchte jetzt hier noch ein weiteres Bild von Georg Tauber zeigen. Das ist im Archiv der KZ-Gedenkstätte Dachau. 2013 ist das von der KZ-Gedenkstätte Dachau erstanden worden. Was sehen wir hier in diesem goldenen Rahmen? Sehen wir eine Abbildung des Heilig-Geist-Spitals in Nürnberg. Wie kam es zu diesem Bild? Georg Tauber hat hier während seiner Haftzeit im Konzentrationslager Dachau in der SS-Porzellanmanufaktur Allach gearbeitet. Und diese Porzellanmanufaktur Allach hatte, ja, wie soll ich sagen, eine
sozusagen eine Zweigstelle auf dem SS-Übungsplatz, der sich hier auf dieser Seite, wenn Tina einmal hier schwenkt, dann auf der linken Seite hinter dem Zaun befand sich das SS-Übungslager. Bei der SS-Porzellanmanufaktur Allach war es so, dass Häftlinge und Zivilarbeiter zusammengearbeitet haben und Georg Tauber hat den Zivilarbeiter Rudi Felsner kennengelernt. Rudi Felsner hat Georg Tauber Materialien beschafft, Farben, Papier und so weiter und hat dafür im Austausch insgesamt 5 Aquarelle bekommen. Ein weiteres Aquarell ist hier zu sehen von 1941. Ein sitzender Akt. Georg Tauber hat das aus der Erinnerung heraus gezeichnet. Diese Aquarelle hingen bis 2013 bei Freunden von Rudi Felsner im Wohnzimmer. Mittlerweile, wie schon gesagt, sind sie hier im Archiv der KZ-Gedenkstätte Dachau. Ja, ich möchte jetzt hier an der Stelle nochmal darauf eingehen, wer war Georg Tauber? Georg Tauber ist am 11. Mai 1901 zur Welt gekommen, in Rosenheim. 1904 zieht die Familie nach Nürnberg und in Fürth geht 1907 Georg Tauber auf die Grund- und später dann auf die Realschule. Er wird als Freiwilliger im Ersten Weltkrieg mitkämpfen und 1919 im Straßenkampf in Berlin erleidet er eine Verletzung, die dazu führt, dass er im Lazarett behandelt werden muss und seine Schmerzen, die er wegen dieser Schussverletzung im linken Brustbereich hat, muss er Morphium, beziehungsweise damals hat man Morphin gesagt, zu sich nehmen. Und diese Schmerzbehandlung führte dazu, dass er morphinabhängig wurde. Georg Tauber hat dann 1924 eine Ausbildung gemacht zum Reklamezeichner. Das ist nicht so genau nachzuvollziehen, wo er die gemacht hat, aber er hat als selbstständiger Reklamezeichner gearbeitet. 1928 heiratet er Marianne Hahn, das war eine Pianistin und Komponistin aus den USA und die zwei bekommen Zwillinge. Ein Datum ist jetzt nochmal interessant im Leben von Georg Tauber. 1933 muss er sich wegen seiner Morphiumsucht behandeln lassen in Heil- und Pflegeanstalten in Nürnberg. 1934 kommt es zur Scheidung und Georg Tauber wird, also seine Morphinabhängigkeit wird jetzt weiterhin sein Leben bestimmen. Er ist mehrfach unterwegs, wohnungslos, wechselt oft auch die Wohnorte. Was wir bis jetzt noch gar nicht gemacht haben, ist, dass wir so ein bisschen hier auf den Ort noch mal eingegangen sind. Wir sind jetzt im Moment auf der ehemaligen Lagerstraße. Am Kopfende der Lagerstraße zu sehen, die religiösen Gedenkorte. Direkt vor uns die katholische Todesangst-Christi-Kapelle, dahinter das Kloster. Und gut finde ich zu sehen, jetzt hier im Bild sind rechts und links von der Lagerstraße die Fundamente. Hier standen die Häftlingsbaracken, auf jeder Seite 17 Baracken.
Also insgesamt 34. Hier auf dieser Seite waren die ersten beiden Baracken sogenannte Funktionsbaracken. Hier war das sogenannte Krankenrevier untergebracht. Später kamen dann noch weitere Baracken hinzu. Und hier an dieser Stelle möchte ich noch mal eine weitere Zeichnung von Georg Tauber zeigen. Ja, was sehen wir? Georg Tauber zeigt hier einen medizinischen Versuch. Hier sehen wir den SS-Luftwaffenarzt Dr. Siegmund Rascher. Daneben ein Häftling, Kasimir. Und hier sehen wir Walter Neff, ein sogenannter Funktionshäftling, der hier als Oberpfleger mit in der Versuchsanordnung war. Hier haben wir den Bauzeichner Hutterer. Wie kann man sich so einen Unterkühlungsversuch vorstellen? Es war so, dass hier im Konzentrationslager Dachau im Auftrag der deutschen Luftwaffe 300 bis 400 Unterkühlungsversuche stattgefunden haben. Das heißt, der Häftling wurde eingetaucht in ein Wasserbassin mit eiskaltem Wasser, so lange, bis er, also man schaute, wie lange er im Wasser bleiben konnte, bis er leblos war. Man sieht hier Walter Neff, wie er den Häftling hier schlägt. Und ich möchte hier zu diesem Bild noch ein Zitat von Georg Tauber vorlesen. Eines Tages sagte mir Neff, ich sollte für Hauptmann Rascher, das heißt also für den SS-Luftwaffenarzt Dr. Siegmund Rascher, ich sollte für ihn mitarbeiten und habe dadurch eine ungeheure Chance, denn derselbe braucht einen guten Maler und Zeichner. Ich machte darauf 2 Tage Dienst in dieser Abteilung und mir war dadurch die Gelegenheit geboten, das furchtbare Leid der Opfer festzustellen. Ich sehe noch heute den gequälten Blick dieser Leute, wenn sie wie ein Hund nach ihrem Herrn schauten oder nach seinen Helfern in der Hoffnung, dass er ein Ende mit seinen Versuchen machen möge. Als man sie tot oder mit einem Kollaps dem Bassin schleuste, mit Hilfe eines Flaschenzugs, so muss man bedenken, dass sich in diesem Bassin Wasser von 8 bis 10 Grad unter 0 Grad temperiert befand. Man scheute sich nicht, Einzelne zu verhöhnen, dass sie schon zusammengesackt wären. Meine Nerven hielten das nicht mehr aus und ich sagte zu Neff, man solle mich um Gottes Willen nicht dem Hauptmann verraten, sondern sagen, ich sei noch zu krank, um diesen Posten auszufüllen und demzufolge die Arbeit noch nicht zur vollen Zufriedenheit erledigen könnte. Darauf sagte Neff zu mir, sei nicht dumm, der kann dich in ein paar Monaten entlassen und du bist frei. Walter, sage ich, wenn ich noch 10 Jahre hier bleiben müsste, ich kann es nicht ansehen. Ich kann es nicht. Ja. Wichtig ist vielleicht, dass wir hier auch noch mal an der Stelle darauf eingehen, wer war die Häftlingsgruppe der sogenannten
asozialen Häftlinge, der bayerische Reichsstatthalter Franz von Epp erließ am 20.03.1933 folgende Schutzhaftgründe: Trunksucht, Misshandlung der Ehefrau, Fangen von Singvögel, Holzfrevel, Unterschlagung von Organisationsgeldern, grober Unfug, unsittlicher Lebenswandel, Arbeitsscheue. Was man bei diesen Schutzhaftgründen sieht, ist, dass es hier eine große Möglichkeit gab der Willkür, die Menschen, die von der nationalsozialistischen Diktatur als minderwertig angesehen wurden. Das waren also Wohnungslose, Bettler, Arbeitslose, Menschen mit Geschlechtskrankheiten, Suchterkrankungen, Sinti und Roma und Prostituierte. Es gibt eine Frage. Warum kam Tauber nach Dachau, wird gefragt. Tauber ist nach Dachau gekommen, weil er ja in mehrfacher Hinsicht den Nationalsozialisten ein Dorn im Auge war oder sein Lebenswandel da nicht in die nationalsozialistische Diktatur gepasst hat. Einmal die Morphinsucht und einmal, das hatte ich ja schon erwähnt, als ich kurz auf Georg Tauber eingegangen bin, er war ja wohnungslos gewesen. Und das waren Gründe, warum er inhaftiert wurde. Es gab ab September 1933 mehrere Aktionen, die sogenannte Bettleraktion, bei der mindestens 105 Menschen aufgrund von asozialem Verhalten ins Konzentrationslager Dachau kamen. Eine weitere große Verhaftungsaktion fand 1938 statt, Arbeitszwang Reich. 1940 war der Schwerpunkt der Einweisungen in das Konzentrationslager Dachau. Das war das Jahr, als Georg Tauber im März hier ins Konzentrationslager Dachau kam. Ich möchte hier an der Stelle kurz die Winkeltafel vorstellen. Winkeltafel von 1940. Wir sehen hier die Häftlingskategorien. Die SS hat die Häftlinge in diese Gruppen eingeteilt. Es gab einmal die Häftlingsgruppe der sogenannten politischen Häftlinge, also der politische Gegner der NSDAP, die Gruppe der sogenannten Berufsverbrecher, die den grünen Winkel tragen mussten. Dann haben wir hier die Häftlingsgruppe der sogenannten Emigranten, eine relativ kleine Häftlingsgruppe. Die mussten den blauen Winkel tragen. Das waren so circa 85 Häftlinge während der 12 Jahre, die das Konzentrationslager bestand. Hier haben wir die Häftlingsgruppe der sogenannten Bibelforscher, die den violetten Winkel getragen haben. Circa 600 Häftlinge waren das gewesen. Die Häftlingsgruppe der sogenannten homosexuellen Häftlinge, die den rosa Winkel tragen mussten. Und dann die Häftlingsgruppe, über die wir heute vornehmlich sprechen, die Häftlingsgruppe der sogenannten asozialen Häftlinge, die den schwarzen Winkel tragen mussten. Das waren so circa 10.000 Häftlinge. Und hier mit den übereinandergelegten Winkeln die Gruppe der jüdischen Häftlinge. Ja, wir stehen jetzt schon wieder auf der anderen Seite des Appellplatzes. Und ich möchte hier noch eine Zeichnung zeigen von Georg Tauber. Wir sehen hier links den Lagerkommandanten
Alexander Piokowski, rechts seinen Adjutanten Heinrich Detmer. Und was ich interessant finde hier auf dieser Zeichnung, ist hier hinten diese Personengruppe. Das sind Häftlinge, die Essen aus der Lagerküche holen. Die Lagerküche war hier im Wirtschaftsgebäude gewesen, und zwar im mittleren Teil. Also wir stehen jetzt ungefähr hier an der Stelle, die wir hier auch auf der Zeichnung sehen. Wohin schauen die beiden SS-Männer? Die beiden SS-Männer betrachten den Vollzug der Prügelstrafe. Ja, die Prügelstrafe, da habe ich noch eine weitere Zeichnung, die ist hier zu sehen. Das ist der Vollzug der Prügelstrafe, auch wieder auf dem Appellplatz. Wir sehen hier den Prügelbock mit dem Häftling. Rechts und links sind SS-Männer, die die Strafe vollziehen. Und hier haben wir nochmal SS-Männer, sieht man auch ganz gut hier an der Uniform, die den Vollzug der Strafe beobachten. Links davon, schemenhaft zu erkennen, ein Weihnachtsbaum. Diese Prügelstrafe ist an Weihnachten 1938 vollzogen worden. Das mag jetzt ein wenig irritieren. Wir wissen ja, dass Georg Tauber erst im März 1940 ins Konzentrationslager Dachau kam. Das heißt, das, was er hier gezeichnet hat, kann er nicht aus unmittelbarer Augenzeugenschaft erlebt haben und später dann auch gezeichnet haben. Man vermutet, dass Häftlinge ihm diese Begebenheit erzählt haben und dass er die dann illustriert hat. Ja, wir gehen jetzt zum Bunker. Bunker war das Lagergefängnis im Konzentrationslager Dachau gewesen. Wir sehen hier auf dieser Seite noch ein Stück vom Wirtschaftsgebäude. Hier war das Häftlingsbad gewesen. Die Mauer, auf der gerade jetzt die Steine liegen, das ist die Eingangsmauer, die gehört zum internationalen Mahnmal. Hier in diesem Flügel waren Werkstätten, unter anderem eine Schlosserei gewesen und der Schubraum. Schubraum ist ein militärischer Begriff und heißt Gefangenentransport. Hier kamen die neu angekommenen Häftlinge hinein und wurden nochmal aufgenommen, erkennungsdienstlich aufgenommen. Sie mussten sich dort im Schubraum entkleiden, bevor sie dann im Häftlingsbad ihre Häftlingskleidung bekommen haben. Ja, ich möchte jetzt hier nochmal auf das Thema Strafen eingehen, weil wir ja auch auf der einen Zeichnung die Prügelstrafe thematisiert gefunden haben. Die Häftlinge hier im Konzentrationslager Dachau lebten unter einer ständigen Strafandrohung. Es gab zwar ab dem 1.10.1933 die Disziplinar- und Strafordnung, aber den Häftlingen war nicht immer genau bekannt, was eigentlich unter Strafe stand. Und das
führte natürlich dazu, dass die Häftlinge in ständiger Anspannung waren. Wir sehen hier ein Teil der Bewachungsanlage, hier noch einen erhaltenen Wachturm. Gibt es Fragen? Wie gesagt, der Bunker war das Lagergefängnis, das dritte Lagergefängnis. Von den ersten beiden Lagergefängnissen gibt es keine baulichen Reste mehr. Und wir schauen hier in den sogenannten Bunkerhof hinein. Das ist der Hof zwischen dem Bunker hier auf der rechten Seite und links dem Längsteil des Wirtschaftsgebäudes. Im Bunkerhof sind Strafen vollzogen worden und Hinrichtungen. Und ich möchte hier noch mal eine Zeichnung, auch ein Aquarell von Georg Tauber zeigen. Man sieht hier den Vollzug des Pfahlhängens. Anwesende SS, die Prügelstrafe und das Pfahlhängen gehörte zu den schlimmsten Strafen im Konzentrationslager Dachau. Ja, die Strafe des Pfahlhängens wurde für banale Vergehen verhängt, zum Beispiel ein abgerissener Knopf. Ja, ich möchte jetzt gerne darauf eingehen, was mit Georg Tauber passiert ist, nachdem er die Befreiung am 29.04.1945 erlebt hat. Das Konzentrationslager Dachau ist an dem Tag von der US Army befreit worden. Georg Tauber, ja, es gibt eine Frage. Ja, und zwar, vielleicht können Sie später noch andere Beispiele von sogenannten asozialen Häftlingen nennen. Also asoziale oder die Gruppe der sogenannten asozialen Häftlinge, das waren, wie gesagt, Wohnungslose, das waren Bettler gewesen, Menschen mit Geschlechtskrankheiten, mit Suchterkrankungen, aber auch Prostituierte und Sinti und Roma. Ja, Georg Tauber hat am 2. Juni 1945 das Konzentrationslager, also das befreite Konzentrationslager Dachau verlassen. Er kam nach München, das stark zerstört war. Sein Freund Anton Hofer. Anton Hofer war als Kommunist, als ein sogenannter politischer Häftling. Und der hat ihm in München eine Wohnung verschafft. Georg Tauber fängt sofort an, seine Erinnerungen aufzuzeichnen und hat sich als Chronist verstanden. Er gründet 1946 mit seinem Freund Karl Jochheim. Karl Jochheim war ebenfalls hier im Konzentrationslager Dachau inhaftiert gewesen, gründet er die KZ-Arbeitsgemeinschaft Die Vergessenen. Diese Arbeitsgemeinschaft hat sich auch als Beratungsstelle verstanden und hatte ihre Vertretung in der Goethestraße in München und wollte Ansprechpartner sein für überlebende KZ-Häftlinge. Die KZ-Arbeitsgemeinschaft Die Vergessenen hat auch eine
Zeitschrift herausgebracht, Die Vergessenen, die US Army hat diese Initiative nicht genehmigt und sie ist verboten worden. Georg Tauber hat sich mit Karl Jochheim überworfen. Die beiden Männer haben sich zerstritten. Georg Tauber wollte dann einen eigenen Verlag gründen. Er hat sich ja ganz besonders eingesetzt für eine Gleichberechtigung aller Überlebenden des Konzentrationslagers Dachau und forderte Gleichberechtigung und finanzielle Entschädigung. Das hat er so nicht mehr weiter vollziehen können. Es gibt eine Frage. Und zwar wird gefragt, warum wurde die Initiative verboten? Die US, ganz genau weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Die US Army hat diese Initiative nicht genehmigt. Ja? Und dementsprechend konnten sie da auch dann nicht weiterarbeiten. Genau. Georg Tauber hatte ja auch eine Tuberkuloseerkrankung und war morphinabhängig und das hat seinen Gesundheitszustand verschlechtert. Er kam dann 1950 im Tuberkulosekrankenhaus in Kempfenhausen, das ist am Starnberger See, ums Leben. Ich finde bei Georg Tauber sehr interessant, dass er sich schon 1945, 1946 für die Gleichberechtigung aller Überlebenden der Konzentrationslager eingesetzt hat. Es ist so, dass die sogenannten asozialen Häftlinge und die sogenannten Berufsverbrecher nicht als Opfer der nationalsozialistischen Diktatur anerkannt waren. Und da gibt es noch eine Frage. Ja, und zwar ist die Frage, bekam er während des Aufenthalts im Konzentrationslager auch Morphium? Georg Tauber hat wohl Morphin bekommen. Da wissen wir nicht genau, wie er das geschafft hat und wie er an Morphium gekommen ist. Aber er macht eine Aussage, dass er das wohl geschafft hat. Genau geklärt ist es nicht. Ja, ich möchte jetzt am Abschluss des Rundgangs noch sagen, dass die Gruppe der sogenannten asozialen Häftlinge im November 2019 gab es eine Anhörung im Bundestag und sie sind als anerkannt worden als eine Gruppe, die durch die nationalsozialistische Diktatur verfolgt worden sind. Am 13. Februar 2020 ist die Anhörung dann durch den Bundestag gegangen und sie sind anerkannt als Opfer der nationalsozialistischen Diktatur, was über 70 Jahre gedauert hat. Genau. Ja, wir sind jetzt am Ende unseres Rundgangs angekommen. Gibt es noch Fragen? Nein. Bis jetzt nicht. Gut, dann möchte ich mich bedanken bei Martina Henrici, die die Kamera gemacht hat, und auch bei Rieke in der Redaktion. Ich darf auch die nächste Veranstaltung schon ankündigen. Die ist am Dienstag, den 30.03. ist auch ein Live-Rundgang, Wege von Dachau nach Mauthausen. Es geht um die beiden Schicksale von Hugo Lunardon und Erwin Kostner. Ich darf mich bedanken.